Hier eine Aufgabe aus der Trigonometrie. Wie breit ist dieser Fluss, wenn der Abstand zwischen den zwei Punkten A und B 80 Meter beträgt und wenn dieser Winkel Alpha 38 Grad misst? Wir erkennen hier sofort dieses rechtwinklige Dreieck, in dem eine Kathete AB angegeben wird und die andere Kathete gefragt wird. Also arbeiten wir mit dem Tangens. Der Tangens von diesem Winkel Alpha ist gleich zur Gegenkathete geteilt durch die Ankathete. Also ist der Tangens von 38 Grad gleich zu der Distanz zwischen B und C, die gefragt wird, geteilt durch die Distanz zwischen A und B, die angegeben wird, also geteilt durch 80. Daraus schließen wir, dass der Abstand zwischen B und C 80 mal Tangens von 38 Grad sein muss. Es ist diese Breite, die gefragt wird. Der Abstand zwischen B und C, das ist die Breite von diesem Fluss. Diese Rechnung können wir sofort in den Taschenrechner eingeben. Da er auf Grad eingestellt ist, können wir sofort loslegen. Wir geben ein 80 mal Tangens von 38 Grad. Die Grade gibt man nicht ein, denn der Taschenrechner ist auf Grad eingestellt. Hier muss man die Klammer nicht unbedingt schließen. Mathematisch ist es so sauberer. Und die Enter-Taste liefert uns sofort die Antwort. Antwort, die wir auf unser Arbeitsblatt hier übertragen können. Also 62,50285 übertragen wir hier und somit haben wir berechnen können, dass dieser Fluss 62,50285 Meter breit ist.